Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Und es ist immer noch keine Truhe hier magisch reingespawnt, dass man mal Dinge klauen kann. Kommen wir hier so runter? Ja, das geht. Ich erinnere mich da an ganz fiese Treppen bei Gothic 1, wo man nur aus einem ganz bestimmten Winkel runtergekommen ist. So, jetzt ist der Markt auch besetzt. Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Ja, den haben wir ja schon vor der Stadt getroffen. Und ich habe gesagt, ich traue dem nicht. Ich traue dem immer noch nicht. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir. Denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Und? Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Und? Ich denke eher nicht. Können wir, wenn wir das annehmen... Also ich will das wirklich nicht machen, aber es ist halt eine Quest und sie gibt Erfahrungspunkte. Können wir das irgendwie umdrehen, dass das ihm in die Schuhe geschoben wird? Vor allen Dingen würde mich interessieren, was in dem Brief drin steht und wo er ihn her hat. Und ist er der Waffenhändler für die Söldner? Ich will mir den Brief angucken. Ich sag einfach mal, okay, wir können es ja dann immer noch ignorieren. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Das ist doch kein Geheimnis. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Ja, doch, ich denke schon. Zeig mir deine Ware, der hat doch gar keinen Stand. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Der hat Waren. Okay, wahrscheinlich immer noch die, ja, das sind immer noch dieselben. Der hat doch hier die Ringe, die wir ihm untergeschoben haben. Wenn wir ihm den Brief jetzt unterschieben, wo ist er denn? Kantas Brief für die Händlerin Sarah. Können wir dann die Miliz zu ihm schicken? Ich muss weiter. Von mir aus. Ich werde das Ding jetzt erstmal lesen. Letzte Ermahnung. Ich habe dir schon mehrere Male auf liebenswürdige Weise mitgeteilt, dass ich die Waffen, die ich bei dir vor einer Woche bestellt habe, dringend brauche. Wenn ich nicht bald etwas von dir höre, Sarah, dann sehe ich mich gezwungen, andere Seiten aufzuziehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ona. Okay, es steht leider Sarah drin. Können wir das ja quasi nur ignorieren. Markt Baltram. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Ja, okay. Machst du einen Job für mich? Erstmal Jobs geiern. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Ja, werden wir sicherlich tun, was hasse. Zeig mir deine Ware. Brot, Käse, Wasser. Amulett der Lebenskraft. 40! Wir haben mit 40 Leben angefangen. Das ist nicht wenig. Mein Mann sieht das anders. Ah, 400 ist natürlich auch teuer. Was bist du? Zuris. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Hatte er die Liste für Konstantino geschrieben? Zuris, ja! Hör mal, du Penner, wegen dir kann ich nicht einfach beim Alchemisten anfangen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Stellst du deine Tränke selbst her?
Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Das hab ich schon. Okay, gibt's da zufällig die letzten beiden, die wir bräuchten? Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstücke. Oh, genau den brauchen wir doch noch. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöcke findet? Ich habe ihm mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Den haben wir gesehen. Das darfst du keinem erzählen. Ich glaube. Zeig mir deine Ware. Aber da war kein Kronstöcke. Gürtel der magischen Abwehr, Schutz vor Magie 10. Amulett der Erleuchtung, Lebensenergie 30, Mana 10. Jede Menge Tränke, Feuerpfeil, Feuerregen, kleiner Feuersturm, Untote vernichten, Eispfeil, Eisblock, Eiswelle, Feuerball. Ich habe was anderes gehört. Das habe ich schon gesagt. 75 Schaden. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Blitzschlag. Monster schrumpfen. Ich habe was anderes gehört. Das kostet 250. Was soll das denn? In Gothic 1 haben wir einen Zettel gefunden, da steht drauf: Ich habe einem Händler in Korinnes Monster schrumpfen für 50 Gold abgekauft. Was ist das denn hier? Das weiß doch inzwischen jeder. Schlaf. Worum soll es gibt Schlaf. Wir kommen da hinten rein. Sollte lieber den Mund halten. Sollten wir die direkt mitnehmen? Eigenen Augen gesehen hätte. Huch! Dämon beschwören! Goblin-Skelett erschaffen! Golem erwecken! Das habe ich schon immer gesehen. Na, falsch. Skelett erschaffen! Wer sagt denn sowas? Wolf, Unwetter, Windfaust, Blitz. Göttliche Kraft der Gestirne. Er sollte lieber den Mund halten. 400 Gold! Das ist mal wieder typisch. Ah, wir brauchen echt ein bisschen Kohle. Apfeltabak, roter Tränenpfeffer, was auch immer das ist. Von den südlichen Inseln ein Beutel voller Apfeltabak. Kommen wir sicherlich später irgendwie zu. Ende. Wahrscheinlich sollten wir, bevor wir die Wache da hinten einschläfern und uns dahinter begeben, Schlösser knacken lernen. Hakon! Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Ja, da ist bei uns noch das Problem der Stärke. Wir brauchen erst noch mehr Stärke, um bessere Waffen tragen zu können. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Soll ich mich denn noch alles? Die werden wir schon noch jagen gehen. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Wo bekommst du die her? Wo bekommst du deine Waffen her? Harald der Schmied hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert. Umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Ja, werden wir uns trotzdem anschauen. Nicht, dass wir uns davon wahrscheinlich irgendwas leisten können, aber trotzdem. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Wie kommen wir in die Türme? Ich möchte die gerne ausplündern. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Ich mochte diesen süffisanten Unterton gerade. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nicht. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Wir bekommen ziemlich viel Informationen von ihm hier. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Wir werden uns definitiv darum kümmern, aber noch nicht jetzt. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Nicht mehr. Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Mhm. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Irgendwie klingt 100 nicht so viel. Zeig mir deine Ware. Schlachtaxt. 140, 140. Ja, die hätte ich gerne. Streitkolben. 100, 100. Grobes Bastardschwert. Schiffsaxt. Lichtstab. Der braucht nur 35 Stärke. Da können wir vielleicht sogar hinkommen. Wolfszahn für 22. Wie viel macht der? 5 ist Zweihand, ne? Ja, ist Zweihand, okay. Kurzschwert, Harnisch-Amulettschutzverwandung, 10 Ledergürtel. Ja, wir sollten uns eine Lederrüstung organisieren. Milizrüstung. Ja, Miliz wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben. Und Rohstahl? Ja, ist die Frage, ob wir schmieden können. Müssen wir ausprobieren. Soll ich die mal mitnehmen? Wir nehmen eins davon mit und gehen mal an die Schmiede und gucken, ob wir da einfach wieder schmieden können, wie bei Gothic 1 oder nicht so. Wir gucken einfach mal. Das ist mal wieder typisch. Hier haben wir noch einen. Jora! Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Schon wieder was mit Dieben. Du bist bestohlen worden. Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an, am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Das ist doch kein Geheimnis. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Ich denke, es gibt Freibier. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Ja, wahrscheinlich nicht, aber versuchen wir mal. Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Da hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich komme von außerhalb, so wie die meisten Händler hier am Marktplatz. Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Ja, haben wir uns das schon gedacht? Wir können das Geld natürlich auch einfach behalten. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Er redet einfach. Ja, plötzlich ist das doch okay. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg. Ja, gut. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Da wär ich mehr. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich.
Ja, wir können ihm ja sowieso noch nicht aufs Maul halten. Was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Folterachs, 125. Das ist alles ziemlich wert aus dem Richtstab. Das ist doch kein Geheimnis. 110, 110. Schlimme Zeiten sind. Kurzbogen haben wir schon. Armbrust bauen Stärke, gut zu wissen. Ich habe was anderes. Ja, Eichenhautschutz verfeilen. Ganz toll. Alles weiter. Weiter. Daron. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inus richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ich kann den Kerl jetzt schon nicht leiden. Ich muss mit dem Paladin sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns, Feuermagier. Natürlich. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Ja, ich schätze mal ungefähr 2 Stunden, genauso wie bei Gothic 1. Segen. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ich kann dir aufs Maul hauen, würde das helfen? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Nichts? Lass mich sehen, was du dabei hast. Nein. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Was? Ich segne dich im Namen Jesus, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. 50 Gold? Wir haben gerade gehört, dass das viel Geld ist. Und der, ja, gib mal her, ich bin die Kirche. Ich hasse Kirche. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Ich kann ihn nicht leiden. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Das ist ja schrecklich. Geheimnis. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Kirche, ne? Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Das ist das Wichtigste daran, ja? Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Nein, ich möchte wirklich nie wieder irgendwas für dich spenden. Das sind alles. Okay, bevor wir mit der sprechen, das ist die Sarah, ne? Ja. Speichern wir einmal, bevor wir keine andere Wahl haben, als ihr den Brief unterzuschieben. Okay. Sarah. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen.
Worum soll es denn? Alles jammert hier rum. Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Ja, da kommen wir schon noch vorbei. Zeig mir deine Ware. Krummschwert, schwerer Zweihänder, schwerer Kriegshammer. Treffen wir Golems? Das Kurzschwert 25, 55, Stabkeule 70. Ja, da wird es dann schon wieder zu viel. In der Lebenskraft für 20. Fackeln. Ja, ich möchte ihr den Brief wirklich nicht unterschieben. Mit eigenen Augen gesehen hätte. Ende. Gut, Renkaru! Schlimme Zeiten sind das. Wir können ihm aber nicht aufs Maul hauen, das schaffen wir noch nicht. Wir werden erstmal stärker. Wir wissen, wo er steht und Kanta. Ja, deinen Brief gebe ich nicht ab. Was haben wir denn hier für eine Versammlung? Bist du denn? Abu Jin. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Warum soll ich dich genießen? Wer bist du? Mein Name ist Abu Jin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was? Kannst du den Namen bitte aufschreiben? Ich kann mir den so nicht merken. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Und das kostet nichts? Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Symphonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Ja, kann ich nicht. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Okay. Weissagung, ja, bin ich mal gespannt. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Okay, der faselt also einfach irgendeinen Mist dafür, dass wir ihm 25 Gold geben. Ist ein guter Jahrmarkt-Trick? Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? In wen? Orks, sie bewachen einen Zugang, ein alter Stollen, das Tal der Minen, Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier, dein Freund ist bei ihnen, er wartet auf dich. Feuer, ein Angriff, ein mächtiges Wesen, die Flammen, viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt, Ruinen. Quahotron in Jakendar. Was? Er wird gerufen. Quahotron in Jakendar. Was? Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Ist sie jetzt blind?
Ja, okay, wir werden das mit Sicherheit alles noch enträtseln. Der Freund, also Orks, halt's Maul. Orks im Minental, wir werden wahrscheinlich irgendwie zurückkommen in die Mine, gehe ich mal von aus. Auf irgendeine Weise, die Barriere ist ja weg, müsste man ja reinlatschen können. Und ein Magierfreund, das wird dann wohl Milton sein. Und Feuerfiele werden sterben, wird dann ein Drache sein.